Okay, was ist das hier? Oh, gehen wir halt da mal hoch, oder? Okay, wie kommen wir da hoch? Jawohl, ja. Ja, geil. Das brauche ich. Das ist super. Von hier könnte ich den Ritter natürlich auch versuchen, mit Pfeilen fertig zu machen. Ich rieche es immer noch. Und ich kann es schmecken. Der Krieg ist vorbei. Das muss ich jetzt ändern. Ja, bevor ich da hingehe, nehme ich natürlich mir das Eisenerz von da drüben noch mit. Ist ja klar. Erowings, der kleine Looter. Dadurch, dass wir das in Norwegen ja meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gemacht haben, müssen wir das halt hier ein bisschen nachholen, ein bisschen exzessiver betreiben. Deswegen mache ich das jetzt hier so ein bisschen. Ich schäme mich für unser mit Gestank verfluchtes Haus. Hallo. Hallo, mein Kind. Wurde euer Haus mit Gestank gestraft? Ich wünschte, ich könnte lachen, aber... Oh, ja, es stimmt. Den Geruch hat der Teufel gesendet. Der Teufel, dessen Leibesfrucht ich bin. Oh, dieser Gestank. Er tunkt seine Pfeile in Kudung und wäscht sich nie... Er sagt, das bringt ihm Glück. Wir müssen den Vaters Scheißhaus ersticken. Den Kudung bewahrt er in diesen Kisten auf. Der zum schlimmsten aller üblen Gerüche vergoren ist. Oh, wie das stinkt. Der Arme. Wie soll ich deinen Vater umlegen? Hallo. Grüß dich. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Okay. Aber sei vorsichtig da drin. Der Geruch könnte dich umbringen. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ja, was soll ich machen hier? Ach so. Das ist doch eine Falle. Fehler erlauben. So, wo ist denn die letzte Truhe? Ach da, nee. Wo ist denn da die? Hä? Ach da.
Das ist doch eine Falle. Ich sehe keine mehr. Hätte er unterhalb das nicht so viel Leben in der... Ach, da ist noch einer. Ja, jetzt habe ich fast kein Leben mehr. Die Kisten sind fort. Aber meiner Erfahrung nach muss man die Quelle beseitigen. Sonst kommt der Gestank zurück. Mein Vater, Schiedwald, er ist ein berühmter Bogenschütze. Aber er wäscht sich nie, nie. Ich stelle ihn zur Rede, diese Eiterbeule. Mutter, ich hole Vater zurück. Es reicht mir. Veränderung liegt in der Luft. Buchstäblich. Oh no. Bräuchte wirklich was zu essen. Oh, hinten. Okay, er ist jetzt zumindest mal kein Stinker. Kein Feind. Zumindest nicht als Feind angezeigt. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Mit Scheiße sind meine Pfeile tödlicher. Im Krieg hat sich niemand beschwert. Lass mir meinen göttlichen Schmutzpanzer. Mein Clan, der Schlammkrieger, wird mich sicher bald in den nächsten Krieg rufen. Oh oh. Was brennt denn da? Eines Tages werde ich untergehen. Aber mein Heldenduft bleibt bestehen. Er gibt mir besondere Kräfte. Okay. Das hat Gott gesagt. Du bist ein komischer Gott. Ja, bist du jetzt feindlich oder nicht? Spähe für mich in die Ferne, no. Sühnen. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Mit Scheiße sind meine Pfeile tödlicher. Im Krieg hat sich niemand beschwert. Soll ich jetzt mit dir reden, oder was ist mit dir los? Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Eines Tages werde ich untergehen. Aber mein Heldenduft bleibt bestehen. Er gibt mir besondere Kräfte. Ich weiß nicht, was ich tun soll hier. So, jetzt lädst du nochmal. Auf unserem Haus lasse ein Fluch. Wir leben in der Achselhöhle des Teufels. Ich denke darüber nach, zu dir aufs Fuller-Gehöft zurückzukehren, denn selbst auf einem Bauernhof leidet meine Nase nicht so sehr wie unter Skidwald. Ich nenne meine Gatten fortan nur noch den, ich nicht hätte heiraten sollen. Bitte schick mir Hilfe, am besten Lauge, Essig und einen Waschtrog. Herzlich, Ropper von Messia. Habt ihr nicht noch irgendwo was zu essen hier? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich kann jetzt mal nochmal gucken, wo der Kleine ist. Eines Tages werde ich untergehen. Aber mein Heldenduft bleibt bestehen. Er gibt mir besondere Kräfte. Das hat mir Gott gesagt. Ja, soll ich ihn umlegen oder was?
Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Ich verstehe es nicht. Ich habe ja... Ich habe den Kerle ja jetzt geholfen, oder? Aber die... Ich meine, ich kann jetzt mal speichern und gucken, ob ich den jetzt hier erschießen soll. Ich weiß ja, ob das so geil ist. Sonst lade ich halt. Ich erschieße jetzt einfach mal und dann lade ich einfach nochmal. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Mit Scheiße sind meine Pfeile tödlicher. Im Krieg hat sich niemand beschwert. Dann zünde ich ihn halt mal an. Eines Tages werde ich. Ach, verdammte Axt. Mein Heldenduft bleibt bestehen. Er gibt mir besondere Kräfte. Das hat mir Gott. Habt ihr eine Idee, was wir machen sollen? War das gut, das ist eklig, ja voll. Habt ihr eine Idee, was man machen soll? Könnt mal anzünden. Ah. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Ah, das ist ja geil. Okay. Mutter, du wirst es nicht glauben. Vater ist gereinigt. Und wir können ein Leben ohne die Giftwolken leben. Okay. Ihr Einverströmte. Gepriesen sei der Herr. Mein schöner Schiedwald ist aufs Neue getauft. Naja, der ist jetzt neu. Endlich bist du sauber und unser Haus auch. Komm her, endlich kann ich deine Haut wiedersehen. Ja, hier bin ich. Wie fühlt es sich an, sauber zu sein, Schiedwald? Dieses Gefühl der Sauberkeit ist seltsam. Ich war glücklich als verwahrloster Dreckspatz. Nach Eisgold hat es mich nie gedürstet. Das eigene Verlangen steht nicht immer im Einklang mit dem der Götter, der Familie und der, naja, Bettgenossin. Es kommt mir vor, als hätte ich mein kriegerisches Ich verkauft. Die Scheiße inspirierte meinen Bogen. Meine kacke Pfeile setzen. Oh, du bist so ekelhaft. Nasen meiner Feinde. Deine Pfeile werden sicher weiter ihr Ziel finden. Deine Treffsicherheit hast du dir nicht abgewaschen. Das wird die Zeit zeigen. Leb wohl. Weltereignis Schittwald der Schöne, abgeschlossen. 1200 Erfahrungspunkte, okay. Mach's gut, Kleiner. Ja. Ich will nur gucken, wo ich jetzt hin muss. Da und dann hier wieder zurück, haben wir gesagt, gell? Passt. So. Jetzt müssen wir nur wahnsinnig aufpassen wegen dem Ritter da. Schauen, dass er uns hier nicht erwischt. Weil, wie gesagt, gegen den habe ich keine Chance, vor allem habe ich überhaupt kein Leben mehr. Keine Energie und nichts. Müssen aufpassen. Wo er ist? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir halten uns so ein bisschen hier äußerlich entlang. Ich würde mal interessieren, wer die ganze Zeit hier ins Horn bläst. Ob das unsere Mannschaft ist? Irgendwie ein paar Pflanzen wären jetzt geil. Ach du Scheiße. Wölfe. Ach du Scheiße. Boah, bin ich jetzt erschrocken.
nein, verdammt, jetzt bin ich gleich tot wegen den Arschlöchern. Hilfe! Boah, bin ich jetzt erschrocken. Alter. Sind jetzt hin? Die Musik ist immer noch da, das heißt, irgendwo müssen noch welche sein. Ach, da. Okay, das war's. Hä? War doch jetzt aber nicht der... Nee. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der Quest. Das Quest, der Quest, die Quest. Die Quest, könnte ich aufpassen. Was ist das denn gerade für ein Viech gewesen? Oh. Hallo Himbeeren. Alles immer her damit. Gerne noch mehr Himbeeren. Ein bisschen mehr zu futtern wäre jetzt. Ruine von Gratilliens Villa. Okay. Was hat er da gelassen? Eine gelbe Feder und ein paar Pfeile. Und eine heilige Kugel auch noch. Okay. Und ein Feuer brennt auch noch hier. Spannend. Kann ja noch nicht so lange weg gewesen sein. Was hat er hier hinten? Adrenalin ist voll. Was hat er da noch? Silber hat er da auch da gelassen. Aha. Interessant. Aufschließen. Hallo, ich bin da. Oh, geil, ein Opal. Alter römischer Brief, wertester Gratian. Der Verlauf deiner Schlacht von Hadrianopolis war unglücklich, aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dorthin kommen. Die Soldaten sehnen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, das du in ihnen der Schlacht einhaust. Bitte triff mich in Lugnudum, sobald es dir recht ist. Wir werden Pläne schmieden, Thrakien zurückerobern. Magnus Maximus. Oh, ein alter römischer Kollege scheinbar. Der Magnus Maximus. Coole Axt übrigens, die hier steht. Schaut ganz cool aus. Ja, aber sonst hat er nicht mehr viel hier.
Lecker essen, lecker essen. Oha. Hab was gefunden. Okay, mal gucken, wo uns das hinführt. Hier. Alles machen wir kaputt hier. Ach du Scheiße. Eine Schlange. Ach du Scheiße. Wow. Jetzt haben wir Glück gehabt. Weißt du, was ich mache mit der Schlange? Ach Scheiße. Hallo. Ah. Na also. So war der Plan. Schlangeneier. Okay, aber wegen denen sind wir mit Sicherheit nicht hier. Was der alles hier gelassen hat, ist ja Wahnsinn. Trockenes Brot auch noch und ein Lederball. Ja, war unglaublich. Ich werde wahnsinnig. Und. Oh, kleine Rune der Verbrennung. Waffenrune, Leder und Eisenerz. Okay, es hat sich rentiert. Was ist mit dir los? Wow. Hier, das soll mir mal jemand zeigen, dass es geht. Aber gut, er kriegt das hin. Wer war das? Herrgott. Herrgott. Mein Dank ist dir gewiss, Rabenschwänge. Komm her. Mein Lieber. Ah, Dried! Brattela Eirum für all das da mir! Hätte ich auch gesagt. Kangardos, komm dir runter! Was ist denn los mit dir? Okay. Für Lieferäder! Oh, nur noch 9 Pfeile. Na gut, wie dem auch sei. Achso, da hinten waren wir ja schon überall drin, passt. Wir sind wieder vom Weg abgekommen, glaube ich fast. ja. Was haben wir denn eigentlich jetzt Neues? Sorry. So, 2 Feuerschaden, aha. Okay. Wir müssen gerade mal... Ach nee, Inventar. Ich sehe gerade. Okay, passt. Sau blöd. Wo ist unsere Markierung? Ach, das war das. Ah. Ja, dann folgen wir dem Weg. Schau mal, vielleicht finden wir noch immer ein bisschen Erz oder sowas. Da sind wir eh schon passend. Kein Erz, oder? Nee, das ist ein alter Baumstumpf. Ah, mit Pfeilen aber. Jawohl, ja. Die habe ich eh gebraucht. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir schauen uns jetzt hier mal noch kurz vielleicht noch um. In Witcham. Hier waren wir schon. Lecker, 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 lecker. Den Brief haben wir schon gelesen. Da müssten ja die 2 liegen. Ich frage mich gerade nur, warum hier so viele Fackeln sind. Irgendwie kommt mir das spanisch vor.
geilen Opal. Schlaf gut, mein Lieber. Schön, dass du hier warst. Ich bin eine Blume. Blumen im Garten, die nur darauf warten, dass man sie beglückt, pflückt und sich dabei bückt. Im Garten, die nur darauf warten. Achso, wir sind noch gar nicht da. Ich frage mich echt, was das soll. Wofür brauchen wir hier so viel Fackeln? Und den Schlangen hier oder was war da? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir gehen weiter. Da vorne ist noch irgendetwas. Wie der Mob dich. Was war denn das jetzt? Oha. Voll gut. Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, ich glaube, das war's. Wo ist denn mein Boot? Ach, da hinten. Ja, ich würde sagen, wir können wieder los. Witchem! Hallöchen. Ich bin wieder da. Achso, jetzt könnten wir ja nochmal kurz gucken, wo wir denn jetzt hinwollen. Ich hätte fast noch gesagt, wir machen noch den Kreuzzug, den hier auch noch mit. Das weg. Und dann passt das. Achso, hier haben wir ja alles erledigt jetzt, oder? Ja gut, die hier haben wir jetzt nicht gemacht. Ach komm, machen wir die noch zuerst. Ja Gott, ja, dann machen wir die noch zuerst schnell. Was denn? Auf dich zu beschweren. Vollgas. Die liegen ja eh direkt am Ufer, da brauchen wir nicht viel. Nicht lang warten. Schlimme Sachen. Eieieiei. Ich sehe gar nichts. Was für schlimme Sachen. Wir setzen das Schiff. Ich gehe da jetzt mal kurz drauf.
Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber so schnell kann es nicht sein. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Geht's noch? Guter Mönch, du musst mit deinem Glauben nicht prahlen. Wurde dein Glaube in letzter Zeit herausgefordert? Ja. Hast du mal über den heiligen Weg nachgedacht? Natürlich. Er ist besser, das schwöre ich dir. Ich bin glücklich mit meinen Göttern. Sicher nicht so glücklich wie ich mit meinen. Er erlaubt mir, den Zorn abzuschütteln. Ich bin nie wütend. Nie. Schön für dich. Ohne Zorn in meinem Leben bin ich völlig verändert. Nicht mehr auf Besitztümer aus, wie du. Sie sind bedeutungslos, weil er mich liebt. Du kannst mein Haus verbrennen, mein okay. Hab und Gut zerstören. Machen wir? Ich werde nie zornig werden. Ich meine, man könnte das testen. Aber ist das, soll das eine Herausforderung sein, oder was ist das jetzt hier? Soll ich ihm sagen, Herausforderung angenommen, oder was? Ja, hätte ich auch gesagt. Du scheinst verloren und heimatlos. Mach mit meinem Haus, was dir beliebt. Brenn es nieder. Das berührt mich nicht. Sollst du jetzt echt niederbrennen, oder was? Lesen. Eiliger Brief eines Mönchs, nun im 875. Winter seit dem Tod unseres Herrn Jesus Christus, am Tag des Mondes, im Monat des Krieges, habe ich meinen Namen von Egil in Synegar, den Frommen, geändert. Ich entsage den Irrwegen meiner Vergangenheit und lege den Namen ab, dessen Träger in der Sünde beherrscht wurde. Nun habe ich das Licht gefunden, das meine Dunkelheit langsam aufzehrt, er vergibt mir. Ja gut, dann würde ich sagen, entsprechend räumen wir auf hier, oder? Er hat ja darum gebeten, dass wir aufräumen. Warte mal, aber das ist nicht das, was... Oder? Also... Keine Ahnung, was will denn der? Und welche Tür ist denn das da hinten? Müssen wir da die Bude erst anzünden, oder was ist da? Hey, Kuh. Nur zu, schlachte mein Vieh. Mir selbst ist nicht danach zumute, aber ich erlaube dir gerne, es zu tun. Und dieses Gehöft, das Vieh, das gehört alles dir? Es gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bekenne mich zu Gott und teile alles. Ja, das hattest du erwähnt. Na los, zerstöre noch mehr. Mein Glaube ist standhaft. Danke, o Herr, dass du diesen Teufel sendest, meinen Glauben zu testen. Ja, nur zu, zerstöre meine Kisten. Nimm alles darin an dich. Gott gibt mir alles, was ich brauche. Ja, verbrenn die Vergangenheit auf dem Scheiterhaufen. Jetzt immer noch der Feuerteufel. Ja, was soll ich jetzt machen? Genau. Ameno. Wahrscheinlich ist es einfach nicht deine Hütte. Bald wirst du deinem Heidentum abstoßen. Sag mir, guter Mann. Was warst du, bevor du so fromm wurdest? Ich war genau wie du. Ein dummer Heide. Ohne Ziel und voller Gewalt. Übrigens, du solltest beten, ehe... Ja, weil jetzt dann gleich der Besitzer herkommt. Zu spät? Für was? Um eine ewige Landplage zu werden wie du? Und jetzt stehst du auf. Ich fürchte, du hast deinen Stuhl besudelt.
Was ist das? Oh nein, das ist... Also, dieser Schlüssel... Tu damit, was du willst. Wir gehen in den Fluss. Boah, hier stinkt es. Wie auf einem Schlachtfeld. Leichen? Sind das andere Bekehrte? Oder vergangene Schandtaten? Deine Anschuldigungen beschmutzen meine Rechtschaffenheit. Aber mein Glaube lässt sich nicht beschmutzen. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei gar nichts. Welche Schandtaten verbirgt ein christliches Gewand? Was für Schandtaten hast du begangen? Du bist nicht bekehrt. Du bist ein dreckiger Lügner. Stammt dein Besitz von der Kirche? Ich bin Christ durch und durch. Ein mildtätiger Geistlicher. Mein Heidentum ist Vergangenheit. Aha. Ich bin... Ein Heuchler bist du. Ohne Ehre. Du solltest für deine Schandtaten büßen. Unschuldige Menschen sterben durch deinen neuen Glauben. Du hattest deine Chance, Heidin. Ich bin dadurch ein besserer, reicherer Mann. Ich habe mich verändert und... raufgeschiss! Ich bin immer noch das gleiche blutrünstige Miststück. War ich doch. Stirb, du Scheißefresser! Stirb tausendfach wie die anderen auch! Du hättest auch auf einen Haufen Scheiße geschworen, du Lügner voll falschem Stolz. Du solltest dich auf einem Ting für deine Schandtaten verantworten. Schlitzer heißt er. Okay. Geh dir am bereitwilligsten geben. Und auf die, die vorher zu viel genommen haben. Weltereignis, der fromme Troll. Abgeschlossen. Kopflos. Würde ich dazu sagen. Einfach nur Kopf. Los. Sehr schön. Und damit haben wir weitere zwei Fertigkeiten erhalten, die wir, wie gesagt, hier investieren werden. So. Der Weg des Bären. So, dann schauen wir mal, wo wir noch hin müssen hier. Das war nur das hier, ja. Hier ist sonst nichts. Ich gehe mal ganz kurz die Insel mal hoch. Und schau, ob hier noch... Ach, da sind noch andere Häuser, die wir mal kurz durchforsten können. Aber die Insel ist ja zum Glück nicht groß. Das heißt, wir sind gleich durch. Und können dann weiterziehen und noch ein Kloster überfallen. Oh, Hundi. Oder Fuchsi dein. Vielleicht stoßen wir noch auf einen geheimen Quest. Auf Eisenerz werden wir hier nicht stoßen. Dafür ist zu wenig steinig, die Insel hier. Hi, Hase. Oh, fuck. Wo denn? Oh, bin ich jetzt erschrocken. Sonst noch jemand, der will? Keiner. Hier noch irgendwie was? Nee, nichts mehr. Okay, da habe ich jetzt, bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen erschrocken gerade. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich habe nämlich da niemanden gesehen. Überall die. Oh, was ist da? Ah. Ein Eber. Meine Pfeile bitte, wenn ich darum bitten dürfte. Danke. Einmal. Panorama-Ansicht. Wofür? Wofür? Ist da ein Grund für die Panorama-Ansicht? Worauf schaue ich denn da? Worauf schaue ich denn hier gerade? Dass er da die externe Panorama-Ansicht macht.
Ballinger Räuberhöhle. Hä, warum ist denn das immer noch gelb? Hm. Hami! Eieieiei. So. Die Sonne geht wieder auf. Boah, das sieht natürlich... Das können wir mal gucken. Da gehen wir gleich mal nochmal rüber. Was macht denn das Boot da eigentlich? Oh, Fische? Sehr geil. Ach, verdrückt. Wir könnten hier ein schönes Bild machen. Oh, das sieht geil aus. Oder? Den Vögeln da im Hintergrund. Boah. Hammer, hammer, hammer. Ich sag's euch, ich könnte die ganze Zeit nur irgendwelche Fotos machen. Das schaut einfach irre aus. Oh, doch was zu plündern. Ein altes Schiff hier. Einsammeln, was war das denn? Oh, ein Opal, geil. Geilo. Schade, dass man das nicht öffnen kann hier. Oh, noch so eine Drecksau. Oh, da hat es sich gelegt. Den Pfeil bitte wieder. Danke. Wildschweinhauer. Was ist das für ein Haus? Achso, das ist eh eine andere Insel. Kann ich das Boot auch hierher rufen? Ja. Grazie, dass ihr so schnell da wart. Falsche Richtung gegangen. Komm, dann plündern wir da drüben nochmal. Mehr Segel! Dann plündern wir halt da drüben nochmal. Wenn es da Reichtum zu holen gibt, werden wir doch das mitnehmen. Wir können alles gebrauchen, was es gibt. Wir plündern! Tötet sie alle! Wird richtig gekämpft! Du kommst auf den Misthaufen! Au! Oh, dein Ernst? Ach. Dein Ernst? Wirklich? Der kleine Bimpf? Naja, gut. Ich war vielleicht unvorsichtig. Muss ich dazu vielleicht sagen. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Wo bin ich? Verdammte Axt. Wo war jetzt das Schiff? Moment, wo hat er gespeichert gehabt? Okay, ich muss umdrehen. Und dahinter ist, hinten ist das Schiff. Hallo. Hallo. Sonnenaufgang, voll schön. Ach, da sind die Wildschwendau wieder. Danke. So, wo liegt die zweite? Aber wo
war das andere gelegen? Noch eins. Wo war das andere? Naja, wie dem auch sei. Habe ich den Opal schon eingesammelt? Hat der das jetzt eingesammelt gespeichert dann? Oder wie ist das? Jawohl, ein Silber! Juhu, wir sind reich. Hammer! Hammergeil! Das schaut unglaublich hübsch aus. So, dann rufen wir die guten Freunde her. Wo kommt ihr denn her? Hallo, soll ich so weit schwimmen oder was? Na, die ja gleich komplett rüber. Oh, was ist das denn? Die gleich rüber schwimmen können. Ihr Zipfi-Glatscher. Oder? Da hätte ich ja gleich rüber paddeln können. Tja, der Sicherheit halber. Ja, Vollgas, Leute. Da brauchen wir gar keine Segel mehr setzen. Da brauchen wir gar keine Segel mehr setzen, weil das werden wir jetzt direkt erobern. So. Wir sind da, Leute, wir sind da. Herzlich willkommen. Bringt ihm den Tod. Oh oh, die sind rot. Also vielleicht doch nicht ganz unsere Gehaltsklasse hier. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Wo kommen denn die ganzen Pfeile her? Das dauert nicht lange. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo war da jetzt was? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, nee. Tut mir leid. Wir machen das jetzt extrem vorsichtig. Ein Opfer für Odin. Okay. Wir machen das extrem vorsichtig, habe ich gesagt. Habe ich aber nicht so gemeint. Naja, also, hä? Okay. Ich werde mal meine Kollegen... Ich werde mal ein bisschen auf feig machen und meine Kollegen da mal ein bisschen vorgehen lassen, weil, ja, aus Gründen. Oh Mann. Ja, das lief irgendwie nicht ganz so wie gedacht.
Die haben ein höheres Level. Ja, die haben mit Sicherheit ein höheres Level.